Moin erstmal, ihr Baggerluten. Hier ist er wieder, euer Pensionator, zurück auf der Galgenberg im LS22. Ja, Wetter ist gut im Oktober. Wir haben 14 Grad und wir müssen irgendwie noch das Gras einfahren. Ich habe jetzt überlegt, die ganze Zeit, wie ich das jetzt machen soll. Mache ich Ballen, presse ich die? Oder fahre ich das einfach hier mit ins Silo rein, beziehungsweise in die Heutrocknung? Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze erst einmal zu splitten. Und zwar werde ich den John Deere hier aus dem Stall ziehen. Das Frontgewicht ist ein bisschen schmutzig, da müssen wir mal ran und das mal demnächst waschen. So, dann starten wir gute Möhre mal. Und mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht noch kurz einmal auf mein Headset switchen, damit ich alles so ein bisschen besser höre und ihr nicht irgendwelche Störgeräusche übers Mikro habt. Das machen wir mal eben. Das geht ganz fix, indem wir hier einmal die Soundeinstellungen eben umtüdeln. Das habe ich leider vergessen. Das ist ein Problem. Kriegt ihr ihn soweit gar nicht mit. Ihr hört den Schlepper jetzt wieder. Und ich fahre mal hoch und hole jetzt erstmal den Ladewagen. Und dann werden wir erstmal hier hinten, hinterm Hof, die Wiese freiräumen. So. Ich bremse noch einmal ab, weil wir könnten eigentlich mal auch sehr schön in die CapView gehen. Das dauert einen kleinen Moment. Da sind wir. Und dann spielen wir hier einmal hoch und holen eben den Ladewagen. Ja, die anderen Felder, beziehungsweise die große Wiese, die ist ja inzwischen gemäht. Und ich habe da per Curseplay mal versucht, den Kram zu schwaden. Wir hängen hier jetzt so ein bisschen im Grünstreifen. Das macht aber nichts. So, jetzt sind wir auch schon gleich bei unserem kleinen Schuppen. Wir sind jetzt gleich bei unserem kleinen Schuppen. Ich dachte, die Einfahrt kommt eine Sekunde später. Das sind so die Anfangsschwierigkeiten, wenn man länger nicht gespielt hat, beziehungsweise nicht aufgenommen hat, dann muss man immer erstmal alles wieder irgendwie in den Griff kriegen. So, jetzt wollen wir hier reinfahren und uns den Ladewagen da rauszirkeln. So wäre das noch nichts. Jetzt sind wir mal ein bisschen hier weiter rum. Habe ich den da denn rausgeholt? Ich weiß gar nicht, wie ich den da reingestellt habe. So, jetzt wollte ich auf jeden Fall, weil ihr seht schon, ich habe da nämlich auch eine Palette hingestellt mit Siliermittel. Da wollen wir erstmal ankuppeln und ein bisschen Siliermittel einfüllen. Das soll nämlich tatsächlich nachher ein bisschen mehr Umsatz geben, hätte ich beinahe gesagt. Wobei das eigentlich jetzt Quatsch war, weil ich ja krass einfahren will. Ne? Ja, ich muss noch einmal eben kurz das wieder rausschmeißen. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja Gras fahren. Da brauchen wir kein Siliermittel. Da sind wir richtig drin. Zack. Ein bisschen unkoordiniert heute, merke ich gerade. Auffüllen auf 1, auffüllen auf 2 Siliermittel. Das wollen wir nicht füllen, sondern wir wollen das leeren. So, dann ist er wieder raus. Ist nicht schlimm. Das macht gar nichts. Die 10 Liter, die tun uns jetzt erstmal nicht weh. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier einigermaßen rausgedödelt kommen. Und ich muss ja sagen, ihr seid ja auch vollkommen am Durcheskalieren. Das ist ja der pure Wahnsinn. Ich habe in den letzten Tagen so viele Follower dazu bekommen, hier Abonnenten dazu bekommen, hier auf YouTube. Das ist die wahre Freude. Da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ihr schickt mir Likes rein. Echt Wahnsinn. Da kann ich nur sagen, wenn euch das Video gefällt, gerne noch ein Däumchen da lassen und ein Abo. Würde mich mega freuen. Wirklich mega freuen. Ihr macht da wirklich ein Aufstand, kann man schon fast sagen, im positiven Sinne. Also wirklich, wirklich cool. Und ich freue mich da echt drüber, dass das euch gefällt, was ich hier auf der Galgenberg produziere.
Im Moment produziere ich hier rückwärts Slalomfahren. Aber trotzdem geht euch wahrscheinlich ganz genauso. Mir macht das, wie gesagt, mega viel Spaß. Jetzt versuchen wir hier mal rauszukommen. Oh. So. Eimut, Rückwärtsrut. Motwein. So, und dann werden wir erstmal hinten auf die Wiese fahren. Ich hätte auch hier durch die Rabatten fahren können, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja doch ein bisschen das Ganze anständig machen. Fahren wir jetzt hier Masuche über den Hof, damit wir niemanden überfahren und nirgendwo hängen bleiben. Und dann wird erstmal das Gras von der kleinen Wiese hinten geholt. Ihr seht auch hier, ich habe hier links einen neuen Wassercontainer mir besorgt. Der ist von LSFM, aus dem Universal Dingsbums Pack. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Gucken wir gleich. Und der hat, glaube ich, 7.500 Liter. Das passt hier ein bisschen besser. Ist einfach schöner zu machen. So, machen wir den mal runter. Der ist eingestellt. Pickup ist auch unten. Gucken wir mal, ob wir hier den Kram reinbekommen. Erstmal ganz langsam, ob er das überhaupt aufsammelt. Jo, er sammelt. Und dann fangen wir mal oben an, weil da bin ich letztendlich auch mit dem Aufsammeln gestartet, mit dem Schwaden gestartet. Und dann gucken wir mal, was wir hier runterholen. Ne? Sollte ja doch ein bisschen was werden. Kriegen wir das mit? Ja, so ziemlich. Aber den letzten Halm jetzt nicht einsammeln, ist das auch nicht so dramatisch. Die Wiese hier, die wird nachher ja eh umgebaut. Hatte ich ja schon gesagt, wir wollen hier bisschen was tun. Schafe, vielleicht noch eine zusätzliche Halle und auf jeden Fall irgendwas Richtung Ballenlager. Muss, glaube ich, auch sein, damit wir da ein bisschen was unterbringen können an Silageballen. Die müssen wir ja den Tieren auch geben. So, deshalb jetzt hier erstmal ein bisschen Gras, damit wir nachher die Schafe füttern können. Packen das in unser Silo. Und ich glaube, wir holen uns doch noch eine Presse und machen auch ein paar Silageballen, damit wir dann da ein bisschen was für die Kühe haben. So war, glaube ich, mein Plan. So. Oha. Das ging ja schnell. Schnell eingeknickt. So, dann war ich eigentlich unten wieder angefangen, aber ist ja nicht dramatisch. Können ja jederzeit überall einsetzen. Ja, und da habe ich tatsächlich überlegt, ob wir uns dieses Göwall-System mal holen und uns das auf den Hof packen und über diese Bunkerpresse quasi uns die Silageballen machen lassen. Ist dann natürlich ein bisschen Aufwand, weil man muss ja auch immer zusehen, so rum, dass man, wenn die Silageballen fertig sind, dass man die dort weggesammelt bekommt. Ne? Da seid ihr ja auf dem, diese werden ja auf dem Wickler rausgelegt sozusagen, wenn sie fertig gepresst sind. Und dann wickelt er und dann kippt er die nachher zur Seite und dann musst du zusehen, dass du den Ballen da wegkriegst, weil der nächste kommt und du musst Platz schaffen, damit der nächste Ballen daran abgelegt werden kann, sonst steht die Maschine und das wäre ja auch ein bisschen blöd. So. Die Mukus machen Lärm, die Lämmer machen Lärm, hätte ich beinahe gesagt, die Kälber machen Lärm, das ist die wahre Freude. Da bin ich auch mal aufs Update gespannt. Wir werden ja mehr Volumen im Wasserbereich haben. Da soll statt der 2.500 sollen da irgendwie jetzt 50.000 drin sein, hat der Yogi erzählt. Was mir sehr recht wäre, weil ich fahre ständig Wasser und die Kühe produzieren noch keine Milch, weil ich immer da nicht die richtige Performance habe, weil immer das Wasser alles ist. Ist ein bisschen doof. Aber das Update kommt. Wir bereiten hier vor. Da muss man auch noch mal gucken, ob wir eventuell auch noch einen neuen Spielstand brauchen.
wenn das Update kommt. Das wäre natürlich nochmal mega blöd, weil dann müssten wir alles irgendwie wiederherstellen. Könnte man über das Easy Dev Tool machen, man könnte das über das Zusammenkopieren der XML-Dateien machen. Muss man dann mal gucken, wie man das am besten hinbekommt. So, kriegen wir den Kram noch mit. Hier liegt noch ein bisschen was an der Kante. Das soll gerne noch mit reingesammelt werden, wenn es geht. So. Nehme ich doch was den letzten halben mit, wa? Gut, 15.500, das soll jetzt erstmal reichen. Das kippen wir uns erstmal hier ins Silo. Dann haben wir hier die Entschuldigung, haben wir die Fläche frei. Machen wir hier mal Subsche ran. Letztes Mal super funktioniert. Wir gucken mal. Jawohl, da ist der Trigger. Einmal entladen drücken und dann geht das los. Ja, dann haben wir da noch ein bisschen was im Schuppen. Können wir auch jederzeit rausholen und dann immer noch mal so eine Göweil reinschmeißen und sie laden von machen lassen. Also alles ganz chico, alles ganz entspannt. Das ist nur die Frage, lassen wir uns einmal vom Händler trotzdem eine Presse kommen, damit wir auf dem großen Feld noch ein paar Silageballen machen können. Wir haben da ja auf dem Anhänger ein paar liegen, ne? Da sind ja irgendwie noch 8 Stück oder so. 2, 4, 6, 8, 10 sind da glaube ich noch. 10 genau. Die würden uns auch erstmal über den Tag helfen, aber eben halt nicht zu lange. Und da müssen wir mal schauen, dass wir da halt eben ein bisschen Bestand aufbauen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt einmal, Minimum einmal, auf die Koppel rüberfahren und mir noch einen Ladewagen oder zwei voll ballern und die dann in die Heutrocknung kippen. Da haben wir um die 100.000 Liter drin, da kann gerne noch ein bisschen was mehr rein, damit wir zumindest über den Winter genügend Heu am Mann haben. Ich glaube, wo bin ich denn angefangen? Ich bin unten angefangen. Jawohl. Zumindest hat der Curseplay beauftragte Helfer hier unten irgendwo eingesetzt. Aber warte mal, das können wir hier vielleicht schon mal direkt mit einsammeln. Alles das, was hier so lose rumliegt, ist weg, wenn wir das jetzt einsammeln. Dann haben wir da schon mal so ein bisschen was eingesammelt. Da drüben am Rand ist glaube ich auch noch ein bisschen was. Das holen wir uns auch mal. Weiß echt nicht, wo der angefangen ist. Ich dachte, der hätte hier unten eingesetzt. Hat er doch oben eingesetzt. Zum Schwaden. Ja, was gibt's noch Neues? Ich habe ein paar neue Sachen installiert noch. Ich habe einmal die Aktualisierung vom Fendpack mir geholt, das wir hier drauf haben. Da gab es ein Update, das hatte ich verpasst, das musste ich einmal nachholen. Dann habe ich mir ich glaube, das ist von IFCO, dass man halt eben manuell die Ballenpressen auch abladen kann. So, wir machen das jetzt mal. Oh, alter Schwede. Wir machen das jetzt mal so, dass wir hier den Kram noch einsammeln. So, den haben wir und dann setzen wir jetzt hier ein und dengeln mal los. Eine Ackerschiene habe ich mir geholt. Ich habe gedacht, da könnte man vielleicht irgendwie, wenn man mal einen PKW-Anhänger oder so fährt, könnte man den über die zusätzliche Ackerschiene dann hinten irgendwie mit in die Aufnahme nehmen, wenn der Trecker von Hause aus da nichts mitbringt oder
man den mal eben in die Front nehmen will und da keine normale Anhängerkupplung für einen PKW möglich ist, dann kann man die Ackerschiene nehmen. Da ist dann so eine PKW-Anhängeraufnahme dran und dann kann man damit ein bisschen rangieren. Ja, noch das ein oder andere Skript mehr draufgenommen und von LSFM meine ich, gibt es ein Pack mit lauter Fans. Das müsst ihr da mal im Discord euch anschauen. Das habe ich mir auch hier drauf gepackt. Kann ja nicht schaden. Nicht Fans, sondern John Deere. Ne? Also ein John Deere Pack mit diversen Schleppern aus der John Deere Reihe. Mal gucken, vielleicht habe ich in letzter Zeit oder eigentlich generell wenig gespielt John Deere. Das hier ist jetzt der erste, mit dem ich schon so ein bisschen länger spiele. Hier auf der Map. Wäre ja mal eine Maßnahme, dass wir den... Oh, wir sind voll! Alter. Das ging ja fix. Dass wir mal mit einem Hirschen spielen, ne? Na, sonst immer den Fendt oder immer den Deutz im Einsatz. Kann man ja auch mal auf den Hirschen wechseln und mal gucken, ob die auch nutzbar sind. Und der hier, der macht mir eigentlich bis jetzt echt Spaß. 200 PS. Läuft. So. Ja, warum fahre ich das nicht in die Silos? Ist ganz einfach. Also auf die Silageplatte. Das ist ganz einfach, weil ich jetzt erstmal mal ein bisschen näher ranzoomen, weil ich jetzt erstmal das Gras so einfahren möchte. Silo machen wir nachher, denke ich, ausreichend über die beiden Maisfelder, die wir in der letzten Folge uns gekauft bzw. gepachtet haben. Machen wir schön Mais-Silage. Gucken mal, wie wir das vom Feld kriegen und wie wir das verdichtet kriegen. Ne? Das wird da auch nochmal eine spannende Geschichte. Verdichten können wir bestimmt mit Curseplay wieder machen. So, jetzt. Keine Schande. Müssen wir doch noch mal einmal vorziehen, aber das können wir. So. Da ist er. Ja, der Trigger, der wird auch größer werden. Der wird auch weiter nach vorne gezogen. Wenn ich das beim Yogi richtig mitbekommen habe. Ja, wird ein tolles Update, ne? Diverse eine Mühle ist dann mit drauf und jetzt im Moment hat der Yogi gerade einen Kindergarten gebaut. Ist natürlich keine Produktion, die uns irgendwie weiterbringt, aber macht die Karte halt einfach ein bisschen charmanter und netter. Und das finde ich gar nicht verkehrt. Finde ich auch nicht ganz gut, dass man da so ein bisschen auch außen rum guckt. Dann sollte auch alles weitere halt was dann noch aussteht und ergänzt werden muss, alsbald verfügbar sein. So. Können wir hier direkt auf die Wiese fahren, weil wir da unten ja aufgehört haben. So, Pickup runter und ein Geiler los, ne? Ja, und auch in letzter Zeit muss ich sagen, ihr habt super mega geile Kommentare da gelassen so und so Anmerkungen und so, ne? Als ich mit dem Kubota ausprobiert habe neulich, nimm doch die Schaufel und schau dir doch mal wie heißt er? Wir sollen mal kurz gucken, wo ist er hin? Frontlader, hier. Den Thorion, genau, den Klaas Thorion. Den habe ich auch tatsächlich ausprobiert. Habt ihr gesehen wahrscheinlich. Auch ein schnuggeliger kleiner Radlader. Der würde sogar passen. Ne? Also da könnten wir den Schäfer austauschen und könnten versuchen, mit dem Thorion hier zurechtzukommen. Der ist gerade groß genug, dass er die 2000er Schaufel schleppen kann. Und auch mit der 2000er Schaufel gut durch die Tür kommt.
Und doch klein genug, um halt eben im Schuppen bei den Kühen da im Stall noch rangieren zu können. Also wäre eine Maßnahme. Ne? Den Kramer habe ich auch ausprobiert, habt ihr vielleicht auch gesehen. Ich hatte da so einen Screenshot mal unter den Community-Beiträgen gemacht. Den habe ich ausprobiert, neben den Kubota und den Thorion gestellt von Klaas. Aber der hat halt einfach einen zu langen Ausleger. Ne? Also der ist hier schon wieder voll. Ja, sag mal, das geht ja richtig rund. So, der muss nach oben und dann können wir Gas geben. Ja, so soll das sein. Ja, und da bin ich im Moment noch in der Entscheidungsphase. Ne? Also ich bin noch nicht durch mit der Entscheidung, ob wir den Schäfer, den Kleinen, ob wir den kicken. Und dafür den Thorion holen. Bin da noch nicht so ganz sicher. Müssen wir mal schauen. So, hier haben wir ja eine Einfahrt, ne? Und wir können hier ums Silo rumfahren. Und nachher, wenn wir hier bauen, dann möchte ich gerne diesen Weg hier erweitern, dass wir hier quasi so reinfahren und hier Richtung Hof kommen. Und dann soll der Schafstall quasi links an dieser Anhöhe stehen, da wo auch dieser Strommast steht in die Richtung. Und dann möchte ich hier quasi eine Durchfahrt haben. Damit wir dann hier ans Silo kommen oder an unser Hochregal. Und dass wir da vielleicht auch, ne, wenn wir hier noch ein bisschen mehr bauen, hochregaltechnisch und so ablageplatztechnisch, vielleicht noch einen Schuppen hin, dass wir da halt eben Unterstände noch dazu packen. Das ist doch echt, das ist echt ein Bandit, ne? Da fährst du schon so dicht dran. So, es ist echt nur ein Millimeter. Dass wir halt da hinten auf dieser Wiese Schafstall, Ballenlager für Silageballen auf jeden Fall, vielleicht Ballen für Gras. Muss man mal gucken, ne? Wie wir damit zurechtkommen, das Gras nachher hier aus dem Silo wieder rauszuholen. Und irgendwie eine Art von Unterstand noch, ne? Und was man halt eben auch machen könnte, weil wir ja diesen Schuppen da oben haben, dass man zusätzlich noch irgendwie einen Weg baut. Das müsste man höhentechnisch so ein bisschen angleichen, damit man hier auch wirklich hochkommt. Weil hier ist ja kein Platz zum Wenden, hier ist kein Platz zum Drehen. Es war ein Wurzelfruchtlager, sag ich mal. Hier, ne? Hier kann ich Wurzelfrüchte einlagern oder Hackschnitzel. Hier genauso, aber ich habe ja hier keinen Platz zum Wenden. Ne? Das hat, muss ich sagen, hat Yogi halt nicht so ganz durchdacht, ne? Würde ich mal sagen. Weil, wie soll ich denn hier reinfahren? Also, ich möchte ja hier, oder soll ich von da kommen? Da ist aber auch, wenn ich mit dem Anhänger komme, ist hier auch zu wenig Platz. Ich müsste das ganze Ende irgendwie rückwärts runterfahren. Ich habe hier keine Wendemöglichkeit. Ja, ich weiß, Yogi sagt, streng dich mal ein bisschen an. Alles super, gar kein Problem, aber ich glaube, ich würde es mir halt ein bisschen umbauen, dass man halt hier so ein bisschen Platz hat, um zu wenden im Zweifelsfall. Und dass man hier runterfahren kann, um dann Richtung Silo zu kommen. Da kann man hier rüberfahren. Und dann, ja, kann man hier so ein bisschen bauen. So. So der Plan. Also ich würde sagen, ja, ist gar nicht so verkehrt. Schauen wir mal, ob das umsetzbar ist. Ich habe hier mal eben einen Screenshot gemacht. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne das Däumchen da. Ich habe wie immer den kleinen Knicks gemacht. Für euch als kleiner Dank, dass ihr mir zuschaut und ja, genauso viel Spaß an der Map habt wie ich. Das war's für diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter. Passt gut auf euch auf. Habt Spaß bei dem, was ihr tut. Und ja, ich sag mal ganz einfach: Tschüss.